Ja. Okay, wenn ich jetzt wieder da runter gehe. Taucht jetzt gleich ein neuer auf. Ja, gut. Stay away from the path and your eyes will not deceive you. Our eyes never do. Okay. Jetzt habe ich auf jeden Fall einen wiederbelebt. Mindestens einen. Bin mal gespannt, ob da noch einer kommt. Oder ob er gerade im Kreis läuft. Was zur Hölle war das? Crossbow Quarrel ist okay. Ja. Den habe ich jetzt so nicht erwartet. Okay. Das ist nicht so gut. Das eher. Wir haben den Autosave, also mache ich einen Quicksave kurz. Ich habe den Ancient Crypt Key. Wo brauche ich einen Ancient Crypt Key? Finding von Stone of Stone nearby klingt nach dem Platz hier. Ich weiß, wenn ich da drauf trete, dann spawne ich wieder einen Soldaten. Ich glaube, der spawnt dann sogar gleich hinter mir, wo ich aus der Nische raus bin. Nein. Jetzt spawnt einer hinter mir.
Hi. Das war der falsche Zauber mal wieder. Die geben halt Erfahrungspunkte. Lässt sich nicht leugnen. Okay, ich habe den Ausgang erstmal gefunden. Also einen schnelleren Ausgang. Ich muss aufpassen, dass ich von hinten nicht angegriffen werde. Und wie ich hier reinkomme. Außer natürlich, ich komme. Hi. Das ist nicht so schön. Ja. Momentchen mal. Doch, ich glaube, ich sehe. Nee. Das heißt die Säule. Das heißt, neben der Säule runterspringen, gehe ich da rein. Lande ich hier, wenn ich da runterspringe. Ich müsste irgendwo da runterspringen wahrscheinlich. Nee. Erstmal kurz heilen und safen. Und ja, dann probieren wir es einfach aus. Wir machen, gehen nach oben, wieder auf die Mittelplattform. Schnell mal uns unterwegs noch ein paar Knochen. Ah. Da ist er. Hey, Big Bosski. Nein.
Das war ein schöner Crit. Du bist das Grab von dem Fuzzi hier. Au. Ja, irgendwas wollte ich gerade noch. Ach so, ja, gucken, was für ein Amulett hast du da? Ach so, ein Amulett, was Nahrung macht. Und das da kann ich auch nicht dekonstruieren, oder? Nö. So, jetzt bin ich hier drüben. Also wenn ich neben der Säule runterspringe, da ist die Säule, und wenn ich neben der Säule runterspringe, lande ich da. Das heißt, wenn ich da oder da runterspringe, lande ich da und da. Ich würde es einfach mal aufs Ganze setzen und hier runterspringen. Also hier. Da bin ich bei den Incanator Controls. Also nein, das war falsch. Das war jetzt definitiv falsch. Und ja, ich mache das einfach, um mir den Weg nach oben zu sperren. Also wenn ich hier runterspringe, lande ich irgendwo hier unten bei den Kontrollen. Das heißt, ich muss hier runterspringen. Wo lande ich da? Ich bin jetzt hier, glaube ich, runtergesprungen. Ja, ich kann da nicht so einfach, würde ich sagen. Also wenn ich mir das so ansehe, müsste ich irgendwo auf der Seite hier runterspringen. Hier. Weil hier sind jetzt wieder die Controls. Ja, nothing to incinerate. Und selbst die erreiche ich nicht so leicht. Ja. Also meine Idee, hier runter zu springen, klappt nicht. Ich lande hier, hier oder hier. Wenn ich da, da oder da runter springe. Für mich ergab das aber jetzt gerade den meisten Sinn, weil ich habe hier den Hebel, der mich da rausführt. Und ich sehe hier oben auch nichts. Moment mal. Nee. Wenn das mich hier unten beim Hebel runterkommen lässt, dann lande ich hier direkt vorm Incinerator. Also auch nicht das gewünschte Ergebnis.